Jo, da sind wir auch schon wieder, beziehungsweise da bin ich schon wieder hier am Start bei Varrok, der neuen Map. Wie hießen die Map jetzt gleich nochmal? Die habe ich jetzt leider vergessen gerade, tut mir leid. Ist auf jeden Fall gerade die neue Map vom heutigen Update. Gucken wir mal, wie die Map so ist und wie wir uns auf jeden Fall schlagen. Wir spielen heute mit dem Assault, mit der HK416. Mit dabei haben wir eine MP5K und natürlich Nades am Start mit Knuckles. Wer hätte das gedacht? Auf der 8 dann noch eine unfreigeschaltete Flashbang, aber dies dürfte uns ja eigentlich egal sein. Naja. Gucken wir mal, wie wir uns hier auf der neuen Map schlagen. Ich habe keine Ahnung hier. Und ich kann auch nicht umsch... Ah, jetzt. Der Slender und der Brezes. Hatten wir nicht mal einen Brezes während der Aufnahmen? So ein Brezel zum Frühstück ist auch immer ganz lecker, muss man auch mal sagen. So. Ja. Gehen wir heute Enrage. Ah, die ist sogar freigeschaltet. Gehen wir heute Enrage. Ich folge mal einfach. Lo! Was? Wo war da ne Nate? Wo war da ne Nate? Boah, nee! Das kann's ja echt nicht wahr. Oh, nee, das kann echt nicht wahr sein gerade. Was sollen diese Scheiße jetzt schon wieder? Immer. Ich komm um die Scheißecke, guck kurz runter und verreck durch ne Invinate. Ja, nicht aufregen, nicht aufregen. Die Pinks sind ja wieder die 1A heute, die Pinks. Wie immer halt, ne? Die Pinks sind immer so gut wie in Black Ops 2, mindestens. Und da ist schon wieder so eine Scheißfliege in meinem Kackzimmer. Ich hasse es einfach. Ich hasse, das ist der größte Nachteil, glaube ich, am Sommer. Diese verfickten Scheißinsekten immer. Auch gestern, ne? Um 1 Uhr morgens oder so. Guck es auf dem Bildschirm, auf einmal klebt so ein riesen Insekt am Bildschirm. Ich dachte nur so, what the fuck willst du von mir? Ich habe so oft nach meinem Buch gegriffen und ihn einfach mal zerdrückt. Ja, weil ganz ehrlich, das dulde ich in meinem Zimmer überhaupt nicht. Kackinsekten, Kackfliegen oder keine Ahnung, was auch immer es noch da draußen so gibt. So, was haben wir denn hier noch? Der Nerete und die Mimi gegen den Jarden-Boss. Die campen, wie es aussieht, oder was wird das hier? Ich folge, glaube ich, mal der Mimi. Ne, ich glaube, ich folge eher den Nerete. Weil ich kenne mich mit der Map überhaupt nicht aus. Und ja, werden wir mal sehen, wo wir da hinten. Das ist ja wie im CSS. Wie geil ist das denn? Die mappte das. Was? Ja, Tupac 36. Man müsste mich eigentlich verarschen oder was ist da los jetzt? Ja, immerhin haben wir jemanden getötet. Und das, meine Lieben, ist auch unser Ziel. Menschen töten. Virtuelle Menschen. Wenn man es genau nehmen will. Und der Slender mit der Minigun haut da sie um, da ist ja geil. Es ist ja geil, was da abgeht. Aber ganz im Ernst, ich will auch mal was machen, ja. Ich will hier auch ein bisschen fetzen und mördern. Darum gehe ich jetzt einfach mal links und gucke, was da so abgeht. Ja. Ja. Hier meine Nate, so, weißt du, just for fun. Das ist eine geile Map, wie es aussieht. Aber diese Map verbirgt Geheimnisse! Geheimnisse! Ich war hinter der Mauer! Willst du mich gerade verarschen? Nee! Lily Bunny! Oder Lil Bunny! Ich campe in der Base und nehme ein paar Armorboxen auf und gebe dann Lucifer einen Headshot, obwohl er hinter der Wand steht.
Willst du mich eigentlich jetzt komplett verarschen, Tupac? Wer gibt dir eigentlich das Recht, dich Tupac zu nennen, du? Oh. Okay. Es ist wieder Zeit für meine Varok-Tabletten, die ich ja hier immer parat habe. Omega-3-Kapseln. 250 Milligramm. Trocken lagern, mindestens haltbar bis hier. Bodenlasche. Ja, da sind 20 Beutel drin in den Varok-Tabletten. Da muss ich mir mal ab und zu eine reinpfeifen, weil ich sonst hier richtig Agro-Wellen schiebe. Wie man ja bestimmt schon mitbekommt. Also, meine lieben Zuschauer, dreht den Sound eventuell ein bisschen leiser, damit ihr nicht einen Ohrenschaden bekommt. Ohr. Weg da. Weg da. Ach, langsam verstehe ich die Map ein bisschen. Da ist wohl das große Gecamp. Ah, da kann man ja gar nicht durch. Ist ja Varok, ist ja kein Black Ops 2. Wie ich sehe, haben die was an den Buttons gemacht. Da steht jetzt ist schön markiert, was an wen das gerichtet ist. An alle, ans Team. Also den Chat meine ich jetzt. Und auch wer, ob wenn mich jemand killt, wird es auch so angeleuchtet, kann man sagen. Finde ich natürlich sehr geil. Weiß man auch immer, gegen wen man verloren hat. Und ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen im Team arbeiten. Sonst wird das hier nichts. Und ich bin der letzte Überlebende, wie es aussieht. Last Man Standing, wenn man das so will. Ich kenne die überhaupt nicht. Ich werde mich hier wahrscheinlich voll blamieren. Wo war denn der gerade? Komm, gib ihn! Jawohl, Alter! Habt die Runde noch entschieden? Wie geil ist das denn einfach? Ich bin der Beste! Es kicken die mich bestimmt, weißt du? Nee. Es wird langsam. Ich hab schon langsam Fortschritt, obwohl das gerade Freekills waren, aber okay. Ich darf mich auch mal selber loben. Naja. Mal sehen. Vielleicht werden wir ja im Laufe des Let's Plays auch Pro-Gamer! Aber diese Lags sind einfach, die sind unnormal. Aber das wisst ihr ja, das ist ein bekanntes Varok-Problem einfach. Die Server sind für den Allerwertesten gedacht, für den Arsch, wenn man das so ausdrücken will. Oder für den Popo, ne? Das ist leider so. Slender am Start, verteilt schön Headshots. Ja, so ist es eben. So ist es eben. Macht mal weiter, ich will wieder zocken. Die Mimi und der Kulex gegen Bunny. Oh, die Lil Bunny, ey. Ich hoffe, ihr werdet die sowas von foltern, ja. Ich hoffe, ihr benutzt ihre eigenen Spritzen. Ah, ne, das ist ja Assault jetzt. Ich hoffe, ihr steckt das Gewehr in seinen Arsch rein, ja. Wie in Hancock. Ich hoffe so. Nee, das war nicht in Hancock, das war in Hancock war ja mit Kopf. Das war, wie hieß denn der Film jetzt nochmal? Lasst mich kurz überlegen. Ah, ich bin so dumm, ich gehe einfach rein. Ah, das ist selber schuld, dass ich jetzt tot bin. Wie hieß denn der Film da mit Adrenalinem? Das ist einer meiner Lieblingsfilme und ich kenne den Namen nicht mehr. Was ist denn da los, ey? Ah, Crank! Crank 2! Da steckt ja auch der liebe Hauptschauspieler ein Gewehr in einen gewissen Arsch rein. Ne? So stelle ich das mit der Lil Bunny vor. Einfach schon die Pumpkin in den Arsch rammen und dann abdrücken am besten noch. Boah. Oh, Alter, willst du mich verarschen, ey?
Reiner! Geronimo! Da ist er weg. Die Medic-Hure, ich bin wieder alleine. Wieso bin ich immer allein? Ich bin der größte Noob. Ich bin einfach der größte Noob und ich bin immer alleine. Ist doch komisch. Naja, mehr Glück als Verstand, würde ich mal sagen. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Die sind über mir. Scheiße. Was haben die noch geplantet? Und ich muss irgendwie diese Bombe entschärfen und dann noch überleben. Oh, da hab ich abgelenkt mit seiner Scheiß-Nate, Mann! Oh, da kommt er. Oh, wie er es wusste einfach, dass er. Oh, nee, ey. Ich erst wusste, wie er einfach um die Ecke gesprungen ist, dieser Kack-Scheißhaufen, ey. Das nennt man einfach komplette Hommage, ja. What the fuck, wo kommt der her? Was sollen die Scheiße? Ja, auf jeden Fall, das war die neue Map auf jeden Fall mal. Ich sag immer auf jeden Fall, das müsste ich mir mal abgewöhnen. LOL! Der ist ja komplett irgendwie. So, letzte entscheidende Runde. Wir müssen das auf jeden Fall noch reißen, das Ruder. Ich habe ausnahmsweise mal wieder keine negative KD. Oh, das war aber eine scheiß Nate. Oh, die war aber geil, muss man sagen. Ah, oh, diese Lil Bunny! Oh, mit ihren scheiß Premium-Waffen immer. Junge, ich geb Nexon Geld, damit ich die Farmer spielen kann. Ich bin ja mein Farmer. Ich bin ja so reich und hab Geldscheiße. Naja, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich verabschiede mich mal wie immer im Voraus. Da ja Fraps immer abkackt, wenn die Runde zu Ende ist. Muss ich ja leider immer schneiden. Das ist natürlich sehr schade. Gut, ich sag einfach mal, haut rein und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Und ja, das wird hoffentlich bald sein, ne? Und da wurde wieder die Bombe geplantet. Ob er sich besser anstellen wird, das werden wir jetzt gleich erfahren. Der Kulex, der Liebe. Da hat er ihn gewumst, den Jungen. Da kommt sie um die Ecke, da kommt sie um die Ecke! Ja, ach nee. Und das war's. Bis zum nächsten Mal bei Warrock.